seinen Namen verändern, falls das so gewünscht wäre, einfach so als Grundinformation. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, den wir auch mit Bild sehen, mit Foto sehen, weil das einfach für das Format im Austausch, gerade im zweiten Teil zur Diskussion natürlich einfach netter ist und einfach kommunikativer ist. Grundsätzlich gilt vom Aufbau heute, wir werden erst einen Input haben, dann die Gelegenheit rückzufragen und dann eine Diskussion. Und ganz grundsätzlich, viele kennen wahrscheinlich das Zoom-Format auch schon. Wir alle Teilnehmenden werden zu Anfang stumm gestellt. Und dann, wenn wir in die Rückfragen und in den Austausch gehen, dann meldet man sich mit der Hand. Je nach Stand des Zoom, der Zoom-Version ist die blau-gelb. Sie ist zu finden unter der Funktion Teilnehmer oder aber bei den drei Punkten mehr. Das ist sehr unterschiedlich von den Versionen her, die man hat. Fragen können auch in den Chat geschrieben werden. Wenn da Wortmeldung WM steht, dann würde ich das auch berücksichtigen. So, das wäre einmal das Technische. Mein Name ist Maria Kleinschmeink. Ich bin Mitglied des Bundestages seit 2009, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, bin gleichzeitig auch Fraktionsvize und MDB aus Münster. Wir werden wahrscheinlich hier auch etliche aus Münster haben, weil das ein Münsteraner Format ist, was wir da gewählt haben, aber was wir durchaus auch bewusst geöffnet haben für andere Interessierte. Das ist ja der Vorteil bei einer digitalen Veranstaltung. Und ich freue mich bei diesem Live-Format Ralf Krolewski, Dr. Ralf Krolewski, begrüßen zu dürfen als meinen Gast zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Ich finde für uns Grüne ein ausgesprochen wichtiges Thema. Wir reden sehr, sehr viel über den Klimawandel. Wir reden sehr viel darüber auch, wie wichtig es ist, dass wir zu einer nachhaltigen Politik kommen, einfach um insgesamt das Überleben auf diesem Planeten zu sichern, wirtschaftlichen Wohlstand und überhaupt lebensfähige Regionen aufrechtzuerhalten. Weniger detailliert geht man darauf ein, welche Folgen hat eigentlich der Klimawandel ganz unmittelbar auf die Gesundheit der Menschen in den Regionen und weltweit. Und gerade dieses Thema ist ein sehr spannendes, weil wir das ja an am eigenen Leib spüren, welche Folgen das hat. Und damit wollen wir uns heute intensiver befassen. Und da freue ich mich sehr, dass ich Dr. Ralf Krolewski habe gewinnen können für den heutigen Abend. Er ist sehr versiert in diesen Themen. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Vorstandsmitglied des Hausärzteverbandes Nordrhein und ist dort und für insgesamt die Hausärzte Verfasser der Resolution Klimawandel und Gesundheit des Deutschen Hausärzteverbandes, Berichterstatter für den Hausärzteverband Nordrhein beim WHO Special Summit Climate Change and Health, bei der COP24 in Katowice gewesen, 2018, also schon lange damit befasst, und auch bei der COP25 in Madrid 2019. Und insgesamt ist er jemand, der in den Bereichen Klimawandel und Gesundheit an vielen, vielen thematischen Thinktanks und so weiter teilnimmt, also sehr versiert in dieser Frage. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass ich dich, Ralf, hier in unserer Runde begrüßen darf. Wir werden das jetzt so machen. Ralf wird circa 20 Minuten einen Input machen zum Stand der Dinge. Dann machen wir eine Runde zu inhaltlichen Rückfragen, wo wir noch nicht diskutieren. Und dann öffnen wir auch für Diskussion.
Das ist so in etwa der Rahmen und wir werden insgesamt über 1,5 Stunden hier beieinander sein. Ja, nach diesem Intro darf ich gerne übergeben an dich, Ralf. Ja, Maria, vielen Dank und herzliche Grüße in die Runde und auch Grüße nach Münster. In Münster war der Deutsche Ärztetag vor 2 Jahren und da kam dann Jens Spahn und er kam an uns von Klimawandel und Gesundheit e.V. Wir sind also aktive Leute aus dem Gesundheitswesen und wir hatten Planet Erde symbolisch auf einer Trage und auf einer Intensivstation. Und der Minister blieb dann auch kurz stehen und wir haben ihm dann auch gesagt, und es war vor laufender Kamera, dass es ein wichtiges Thema ist. Und es gelang dann auch, das Thema zu einem Schwerpunktthema für den nachfolgenden Deutschen Ärztetag zu platzieren, der ja im letzten Jahr ausgefallen ist und in diesem Jahr als Sonderärztetag noch stattfinden soll im Oktober. Ich gehöre mit zur vorbereitenden Arbeitsgruppe bei der Bundesärztekammer. Ich bin in dem Thema engagiert auf mehreren Ebenen. Ich bin auch Mitglied bei den Global Family Doctors, unserer Weltorganisation der Haus- und Familienärztinnen. Und wir haben jetzt weltweite Fortbildungsformate gestartet mit 20 Autorinnen, mit Fortbildungen von über 100 Stunden weltweit in Zusammenarbeit mit einer brasilianischen Universität. Und ich habe 2019 auch übersetzt ein Papier unserer Weltorganisation Aufruf an alle Haus- und Familienärztinnen zum Handeln zu planetarer Gesundheit. Ich arbeite mit dem Klimavorsorgeportal des Umweltbundesamts, KlimaAdapt, und bin mit Moderator in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin bei der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit. Ist ein großes Thema, wo ich jetzt einen Einblick geben möchte. Und ich will jetzt meine Präsentation hier starten. So, ja, man sieht mich hier oben links vor meiner Praxis. Ich habe meinen Mitarbeitern erklärt, vor 3 Jahren, wir sind eine Praxis der Weltgemeinschaft. Und weil wir auf dem Boden der Grundrechte und der internationalen Verträge, hier ist die Flagge der Nachhaltigkeitsziele der 17. Bundesrepublik, hat es unterschrieben 2015. Und wenn man hier sieht, das Thema des Feld 3, Gesundheit und Wohlbefinden, sind alle verknüpft, auch mit dem Feld 13, Climate Action heißt das auf Englisch, also Klimaschutz, sagen wir auf Deutsch, und Leben unter Wasser und auf dem Lande und mit auch sozialen Zielen, mit Friedenszielen ist das verknüpft. Ich werde jetzt, und das ist hier eine ganz wichtige Aussage vor einem Report, den ich gleich noch vorstellen werde, das ist nämlich ein wichtiger Report des Weltklimarates, wo dann drin steht, das ist eine Übersetzung von diesem englischsprachigen Zitat: Die Klimaveränderung werden existierende Risiken vervielfältigen und neue Risiken für natürliche und menschliche Systeme hervorbringen. Die Risiken sind ungleich verteilt und sind im Allgemeinen größer für benachteiligte Menschen und Gruppen in Ländern jeglicher Entwicklungsstufe. Das heißt auch für Deutschland, für Brasilien, für Kanada, für Australien. Der Klimawandel hat im Augenblick schon ein konkretes Gesicht und Gefahren, ist aber regional unterschiedlich, und auch in Deutschland sind Bevölkerungsgruppen unterschiedlich vulnerabel und Risiken ausgesetzt. Die Themen, über die ich jetzt sprechen möchte, sind einmal die grundlegenden Zusammenhänge zu Klimawandel und Gesundheit, wie sie durch empirische Studien erfasst sind, zu den Auswirkungen und Gefahren. Dann zusammenfassende Aussagen, und das ist wichtig für die deutsche Diskussion, aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 24.03. zum Klimaschutzgesetz von 2019 und dann aus den zitierten Quellen der Urteilsbegründung zur Bewertung des Risikos für die körperliche Unversehrtheit auch künftiger Generationen und ihrem Schutzrechtsanspruch darauf. Und dann werde ich noch eingehen auf klimafreundlichen Lebensstil und Co-Benefits im Zusammenführen von Klimaschutz präventiven Maßnahmen. Dass die UN-Klimaschutzrahmenkonvention, das ist jetzt einmal wichtig, sagt, definiert das, was wir in Deutschland nennen als Klimawandel. Hier stellt sich das immer weiter. Ich versuche, das Bild zu halten. Aber in der internationalen Definition ist, ich muss mal eben an die Präsentation gehen, irgendwas stimmt hier nicht.
Ich steuere es mal so, ich denke, es ist zu sehen. Klimawandel in der Definition nach der UN-Klimaschutz-Rahmenkonvention, die eigentlich die Grundlage für alle internationalen Verträge ist, bezeichnet man alle Veränderungen des Klimas, die direkt oder indirekt mit den menschlichen Aktivitäten zusammenhängen. Denn die Erkenntnis ist, dass ohne die menschlichen Aktivitäten wie mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe vorwiegend vorausgehen, hätten wir überhaupt keinen Klimawandel. Weil das Klima, in dem wir leben, seit 10.000 Jahren stabil ist. Und die menschlichen Zivilisationen, also seit der Sesshaftigkeit, haben in einem stabilen klimatischen Rahmenbedingungen weltweit sich entwickelt. Und wir sehen hier, das ist die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur. Das ist übrigens eine Abbildung aus dem deutschen Klimakonsortium, was die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, jetzt kürzlich veröffentlicht hat. Das ist der Anstieg der Erdtemperatur, und zwar seit dem 19. Jahrhundert. Das heißt, wir haben dramatische Veränderungen, die wir als Klimawandel bezeichnen, und die sind zweifelsfrei auf die menschlichen Aktivitäten, auf die Folgen unserer Zivilisation, die Treibhausgasemissionen, die veränderte Landnutzung, die auch ein wesentlicher Treiber ist, und die Vermüllung zurückzuführen. Im November 2018 erschien diese systematische Darstellung von Gesundheitsgefahren durch die Folgen von Klimaveränderungen. Das ist also eine große Wissenschaftsgruppe. Und die machen klar, dass alle diese Impacts, diese Auswirkungen noch weiter sich dramatisch vervielfältigen werden, wenn wir nicht das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens erreichen. Und wenn man sich jetzt hier anguckt aus diesem Artikel, wir sehen hier 6 Sektoren, die durch den Klimawandel betroffen sein werden, mit sehr unterschiedlicher Ausprägungstiefe, sehen wir hier den Bereich Gesundheit, Health. Wir sehen also hier ganz viele Bereiche, die betroffen sein werden. Und der erste und heftigste Bereich sind Erkrankungen und die Ausbreitung von Erkrankungen, und zwar nicht übertragbare Erkrankungen, und auch von Zoonosen. Die Kindergesundheit wird betroffen sein, die psychische Gesundheit, die Gefahren durch durch Luftschadstoffe, die posttraumatischen Störungen durch massive Klimaereignisse. Und die Prognose aufgrund dieser großen Arbeit, die nämlich 325 Folgen, schon beobachtete Folgen von Klimaveränderungen beschrieben haben, werden umso gewaltiger, je stärker der Klimawandel wird, also die Veränderung. Und wenn wir die 2 Grad überschreiten, werden mindestens nicht nur ein großer Balken sein, sondern in jedem der Bereiche, das ist auch die Sicherheit, das ist die Nahrungsmittelversorgung, das ist Wasser, das sind ökonomische Folgen. Die Bank of England hat das schon dramatisch erinnert und gesagt, wenn wir jetzt, hat Sarah Breeden gesagt, Chefökonomin der Bank of England in der Finanzwirtschaft, wenn wir das Donnergrollen nicht wahrnehmen, wird die Finanzwirtschaft solche Verluste hinnehmen, dass wir einen Minsky-Moment erleben werden, das heißt ein Zusammenbrechen der internationalen Finanzwirtschaft. Gesundheit ist mit all dem verbunden. Hier in der Projektion dieser Arbeit sieht man, welche Sachen auch zunehmend betroffen sein werden. Das ist Meeresspiegelanstieg. Wenn man sich anguckt, die deutsche Nordseeküste ist gesichert bei den vorhandenen Deichbasis auf 1 Meter maximalen Meeresanstieg. Dieser 1 Meter wird überschritten werden im nächsten Jahrhundert, wenn wir über die 2 Grad kommen, wird die Nordseeküstensicherung nicht mehr zu halten sein. Die Schleuse Kiel-Holtenau wird im Augenblick auf einen Wasseranstieg von 1,40 Meter vorbereitet mit zusätzlichen Geldmitteln. Die Erderwärmung haben wahrscheinlich schon alle im Kopf. Das wird einhergehen mit Wasserknappheit. Die chemische Zusammensetzung der Ozeane, das sind Lebensgrundlage, wird sich verändern. Die Niederschlagsmengen, die Naturgebiete, die Biosphären werden sich dramatisch verändern. Die Überschwemmungen werden zunehmen. Hitzewellen werden dramatisch sein, wenn wir in die 3-Grad-Welt zugehen. Wird zum Beispiel Saudi-Arabische Halbinsel nicht mehr bewohnbar sein bei Tagestemperaturen von 54 Grad. Kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet, auch für Nordafrika, für Saudi-Arabien, für die Lebensräume. Dramatische Änderungen, die alle abhängen davon,
Dürreentwicklung, die erleben wir jetzt hier zum Beispiel in Gummersbach, wo ich bin. Wir haben einen Riesen in den Waldgebieten hier, große Probleme durch Dürre, Borkenkäferbefall. Wir haben einen der größten Waldbrände in Nordrhein-Westfalen gehabt, mit 1000 Feuerwehrleuten im Einsatz für über eine Woche. Und das heißt, diese Veränderungen, was ist jetzt passiert? Entschuldigung. Sind gerade verschwunden, ne? Ja, ist es verschwunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss mal eben gucken. Vielleicht noch mal einmal neu aufrufen. Ich muss eben mein E-Mail-Fach öffnen. Ich habe mir die Datei geschickt. Ich muss sie noch mal runterspeichern. Es tut mir leid, es scheint ein technisches Problem zu sein. Ich muss mal eben hier... Können wir nicht Ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin die Moderation übernehmen, dass Sie nur vortragen und die Fabiola Genau. Die übernimmt? Das ist, glaube ich, vielleicht können Sie schon mal, können wir eben so einen Break machen für Fragen. Genau. Ich werde das eben reinstallieren und dann können wir fortfahren. Wäre mein Vorschlag. Ist das okay? Ja, das können wir gerne so machen und über ein paar andere Dinge dann auch noch sprechen, dass du einfach in Ruhe dann nochmal anknüpfen kannst. Ja. Grundsätzlich ist ja die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel für uns eins der grundlegendsten Themen überhaupt. Und es ist natürlich auch insgesamt die Vorausschau, dass wir sagen, wenn wir jetzt nicht schaffen, umzusteuern, dann werden wir tatsächlich ein Nachsehen haben an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Wir erleben jetzt mit der Pandemie, was es heißt, wenn grundlegende Strukturen nicht so wie normal funktionieren. Und das wäre nur ein Vorgeschmack dessen, was auf uns zukommen würde, wenn wir nicht umstellen, wenn wir nicht tatsächlich schaffen, in etwa wenigstens auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen. Wenn wir so weitermachen, wie wir das bisher tun, dann würden wir eher bei 3 Grad landen mit all den schlimmen Szenarien, die uns die Klimaforscher ja vorhergesagt haben. Und man muss leider sagen, dass bisher die Vorhersagen eher übererfüllt wurden und nicht abweichend nach unten. Das Einzige, was man sagen kann, die Pandemie mit dem doch sehr starken Rückführen von wirtschaftlichen Aktivitäten, von Mobilität, hat tatsächlich dazu geführt, dass wir weniger CO2-Ausstoß hatten in 2020. 2021 müssen wir ja noch schauen. Und insgesamt befassen wir Grüne uns ja an ganz, ganz vielen Stellen, sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene, als auch kommunal mit dem Klimaschutz. Weil ganz klar ist auch, dass wir den Klimaschutz von unten her, vom Leben her denken müssen, weil alle Lebensbereiche natürlich erstens davon betroffen sind, aber auch ihren Beitrag leisten müssen, alle gesellschaftlichen Bereiche, um CO2 einzusparen und insgesamt dann zu einer Kehrtwende und einer Klimawende zu kommen. Und wenn wir da schauen, dann geht es natürlich auch ganz viel darum, mit dem, was wir schon haben an Erderwärmung, auch so umzugehen, dass wir klimaresilienter werden. Gerade in den Städten ist das von enormer Bedeutung, aber auch in allen anderen Lebensräumen. Und deshalb ist das ja auch eine Herausforderung, beispielsweise für das Zusammenleben vor Ort. Ich weiß nicht, wie viele hier sind, die auch eher aus der Kommunalpolitik kommen. Wir wissen jedenfalls, dass das eine große Herausforderung ist, weil global zu denken, gleichzeitig lokal zu handeln und Dinge wirklich zu verändern, das sind wirkungsvolle Schritte, aber es sind auch herausfordernde Schritte. Wir Grünen haben viele verschiedene Initiativen auf Bundesebene dazu ergriffen. Die Raffaela, meine Mitarbeiterin, wird in den Chat einige der
Anträge, die wir gemacht haben, oder auch zum Beispiel das Autorinnenpapier zu meiner Kollegin Bettina Hoffmann und von Anton Hofreiter, des Fraktionsvorsitzenden, für einen Hitzeaktionsplan. Diese Anträge und Papiere haben wir als Links in den Chat eingestellt. Der ein oder andere ist vielleicht interessiert, da reinzugucken. Ich denke, da findet sich sehr, sehr viel, wo man auch sehr gut anknüpfen kann. Das zum inhaltlichen Input. Ralf, sind wir soweit? Ich bin soweit. Ich konnte den Fehler beseitigen und das reinstallieren. Sehr schön. Dann knüpfen wir wieder an. So, also es geht jetzt weiter. Ich steige jetzt ein. Wir gehen jetzt von der globalen Ebene auf die Ebene des Bundesverfassungsgerichts. Und im Urteil sind interessante und wichtige Quellen aufgeführt. Diese Quellen sind auch maßgeblich gewesen für internationale Reaktionen. Übrigens haben 2018 5 Millionen Gesundheitsberufe weltweit sich an die Regierung gewandt, dass was passieren müsste. Es gab internationale wissenschaftliche, schon langjährige Kooperationen und auch mit dem Weltklimarat und im Deutschen Ärzteblatt sind große Veröffentlichungen allenfalls in einer kurzen redaktionellen Notiz erwähnt worden. Ich gehe jetzt ein und sehe auf zwei Quellen. Das ist einmal der zweite Fortschrittsbericht der Bundesregierung im Rahmen der deutschen Anpassungsstrategie und Veröffentlichung des Umweltbundesamtes. Und worauf auch das Bundesverfassungsgericht sich bezieht, ist der 5. Sachstandsbericht des Weltklimarates 2014, dem Unterkapitel Folgenanpassung und Verwundbarkeit. Das übrigens auf Deutsch von der deutschen Koordinationsstelle nur der Synthesereport veröffentlicht worden, aber das Kapitel zur Gesundheit nicht. Das hatte immerhin 440 Quellen aufgeführt zu den Aussagen. Und deshalb muss man sich auch fragen, inwieweit deutsche Gesundheitspolitiker, wenn sie nicht bereit sind, englischsprachige Quellen zu lesen, überhaupt im politischen Diskurs in Deutschland überhaupt das zur Kenntnis genommen haben. Ich gehe erstmal ein, das sind direkt schon die jetzt feststellbaren Klimawandelfolgen in Deutschland. Das ist hier ein offizieller Bericht von über 22 Bundesbehörden, von über 200 Mitarbeitern. Einmal Hitzebelastung führt schon zu großen Gesundheitsbelastungen und tausenden vorzeitigen Toten in Deutschland. Man sieht, dass unten der Handlungsbedarf als hoch gesehen wird. Das wäre jetzt Hitzeaktionspläne. Auf kommunaler Ebene wird das angesiedelt. Frankenreich hat seit 2017 schon umfassende Maßnahmen installiert. In Deutschland im föderalen System kommen wir sehr, sehr schwer und langsam voran. Aber bei der Hitzewelle haben wir schon Übersterblichkeiten von 8-12%. Allergene Pflanzen breiten sich aus, dadurch auch Gesundheitsfolgen wie allergisches Asthma. Das ist die Beifußpflanze Ambrosia. Dann die Tigermücke breitet sich in Deutschland aus mit einer Süd-Nord-Ausbreitung von 160 Kilometern pro Jahr mit noch nicht aktiver Übertragung von tropischen Erkrankungen. Das kann kommen wie Dengue, Chikungunya und andere Erkrankungen. Was sich jetzt schon ausbreitet, sind die zeckenbedingten Erkrankungen mit Frühsommer-Meningoenzephalitis, bereits fast 170 Landkreise in Deutschland betroffen, wird bald in Nordrhein-Westfalen sein. Veränderung der Badewässerzusammensetzungen. Und man sieht, dass auch bei diesen genannten Gefahren auch besondere Risikogruppen gefährdet sein werden. Also Hitzewellen zum Beispiel, ältere Leute in Köln, das ist eine Klimawandelprognose hier vom Fachinformationsdienst in Nordrhein-Westfalen, werden in einer städtischen Hitzeinsel, die 6 Grad mehr
an Temperaturbelastung wird, wenn zwar können bis zu 62% der Kölner Bevölkerung kritisch belastet sein, was dann für Kleinkinder, Senioren und chronisch Erkrankte eine Lebensgefahr beinhaltet. Bei Hitzewellen in Paris werden die Kirchen geöffnet, die Metrostationen, es sind Wassersprinkleranlagen im Einsatz, Bassins werden geflutet, 1100 kühle Zufluchtsorte. Und Sie gucken, was in Münster los ist oder hier in Ihren Städten und Kommunen. Jedenfalls ist da ein sehr hoher Handlungsbedarf. Hier ist das nochmal dargestellt, hier das aus dieser Veröffentlichung des Umweltbundesamtes und damit auch der Bundesregierung, dass die heißen Tage zugenommen haben. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren in Süddeutschland, Baden-Württemberg, 17 Hitzewellentage hintereinander. Aber es kann alle Regionen in Deutschland treffen. Das heißt, man kann nicht sagen, es ist ein Problem der südlichen Bundesländer. Es ist in Deutschland angekommen, auch mit den hitzebedingten Todesfällen. Das sind übrigens nicht nur die an Hitzeerschöpfung und Hitzschlag, sondern die gesamte Morbidität, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben eine Übersterblichkeit, genauso psychisch kranke Menschen. Sie sehen hier die erhöhten Risiken, das ist schon 2007 veröffentlicht worden, Menschen mit psychischer Erkrankung haben ein 3,6-fach erhöhtes Risiko, während einer Hitzewelle zu sterben. Da ist auch die begleitende Medikation spielt eine Rolle. Lungenerkrankungen und Risikofaktor ist zum Beispiel auch eine Pflegebedürftigkeit. Pflegebedürftige Menschen in der Wohnung betreut werden, haben über ein 4-fach erhöhtes Risiko zu sterben. Die Wohnsituation spielt eine Rolle, also wer eine Dachgeschosswohnung exponiert ist, hat eine ungefähr 7-fach höhere thermische Belastung als eine Kellerwohnung. Dann die Stadtteilsituation und so weiter, alles das führt dazu. In dem Spezialreport des Weltklimarates 1,5 Grad von 2019 heißt es, die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad anstelle von 2 Grad kann dazu führen, dass rund 420 Millionen Menschen weniger häufig extremen Hitzewellen ausgesetzt sind und etwa 65 Millionen Menschen weniger Menschen außergewöhnlichen Hitzewellen. Darf ich eben fragen, kann diese Präsentation nachher zur Verfügung gestellt werden? Manche Leute fragen sich, ob sie was mitschreiben, glaube ich. Stelle ich komplett zur Verfügung und habe ich Raffaela schon geschickt. Ja, super. Entschuldige. Ja, kommen wir jetzt zu dem Weltklimarat. Ist ja oft in allem Munde. Es gibt auch bei Verschwörungstheoretikern die Meinung, das sei in der UN eine Verschwörung, die so ein paar Leute einsetzt und die dann Politik beeinflussen. Wenn man sich mal den Umfang der wissenschaftlichen Arbeit anguckt, sieht man hier, wie viele Wissenschaftler, die übrigens ernannt werden, immer für jeden Report weltweit zum Einsatz kommen als Autoren und als Reviewer, wie viele wissenschaftliche Arbeiten untersucht werden, wie viele Kommentare bearbeitet werden. Und man sieht, dass Tausende von Kommentaren bearbeitet werden, Tausende von Studien, Hunderte von Reviewern und Wissenschaftlern weltweit aus allen Erdteilen. Und an dem 11. Kapitel zu Gesundheit haben aus Deutschland mitgearbeitet. Hier 2014 Professor Rainer Sauerborn. Der war damals in Schweden, war dann Leiter des Instituts für Global Health in Heidelberg. Wir machen zusammen Veranstaltungen, zum Beispiel die erste hier in Nordrhein von der Ärztekammer Nordrhein. Eher aus einer globalen Perspektive, ich als Praktiker vor Ort. Dann Professor Settele aus München. Settele ist in dem Weltbiodiversitätsrat übrigens. Ich erspare mir jetzt hier in diesem Impulsreferat den großen Zusammenhang zwischen Pandemie und Zoonosen und Klimaveränderungen zu benennen. Die sind aber eindeutig belegt. Und das zum Beispiel Professor Settele aus München auch hat dazu vorgetragen und ganz viele Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, die aber in englischsprachigen Zeitschriften veröffentlichen und dann eher in anderen Ländern gelesen werden als hier. Also ich wollte nur mal den Umfang eines solchen Synthesereports benennen und die zentralen Aussagen von dem 11. Kapitel mit Zitaten aus 440 Studien sind, dass der Klimawandel die Gesundheit in dreierlei Hinsicht beeinträchtigt.
direkt, wie zum Beispiel bei Hitzewellen, habe ich eben erwähnt, dann Überschwemmungen und andere extreme Wetterereignisse, die dramatisch zunehmen werden mit unterschiedlichen regionalen Ausprägungen, dann indirekte Auswirkungen von Umwelt- und Ökosystemveränderungen, wie zum Beispiel Verschiebungen der Muster von überall krankheitsübertragenden Mücken und Zecken, das habe ich eben schon erwähnt, wasserübertragende Erkrankungen, verstärkter Niederschläge und Abflüsse. Wir reden also von trockenen Phasen, die Landwirtschaft betreffen, aber insgesamt werden wir durch erhöhte Wasserdampfatmosphäre in der Atmosphäre auch ganz starke Niederschläge haben. Die Niederschläge werden insgesamt zunehmen, aber plötzlich und unerwartet auftreten und nicht mehr im direkten Zusammenhang mit den Vegetationsperioden. Und das ist zum Beispiel für die Landwirtschaft ganz entscheidend. Und wenn die Landwirtschaft kritisch betroffen wird, dann haben wir nichts zu essen, ist die Gesundheit natürlich auch gefährdet. Dann die indirekten Auswirkungen, die durch gesellschaftliche Systeme vermittelt werden. Unterernährung, psychische Erkrankungen, veränderte landwirtschaftliche Produktion und Ernährungssicherheit oder Unsicherheit. Stress und gewaltsame Konflikte werden zunehmen. Die meisten Flüchtlinge in Afrika sind Binnenflüchtlinge in Afrika, werden dort auch aufgenommen. Seit 2006 sind die durch umweltbedingte Faktoren, sind die Flüchtlingszahlen in Afrika dramatisch explodiert. Und die aufnehmenden Länder wie Uganda oder auch Staaten haben große Probleme und es gibt Verteilungskonflikte. Also es gibt auch eine Konfliktforschung im Zusammenhang mit Klimawandel. Produktionsausfälle durch Hitzebelastungen der Arbeitnehmerinnen, die auch eine erhöhte Unfallgefährdung haben oder andere Umweltstressoren und Schäden an Gesundheitssystemen selber durch extreme Wetterereignisse. Ich war also bei einer Hitzewelle im Juni 2019 in Köln unterwegs, habe Temperatur gemessen. Ich bin im Rad gefahren, habe einen frisch operierten Freund in einem Krankenhaus besucht. Und da waren 34 Grad im Krankenzimmer. Und nebenan im Bett ein über 70-jähriger frisch operierter Patient verschlechterte sich. Und die thermische Belastung von ihm, die drohende Verschlechterung, wurde im Krankenhaus nicht erkannt. Ich sah mich also wirklich gezwungen, da einzuschreiten und durch Basismaßnahmen wie Hautbefeuchtung und Ventilator konnte der Mann quasi aus der thermischen Belastung herausgeholt werden. Ich sage das hier auch ganz klar, das deutsche Gesundheitswesen wird sich auf Hitzebelastungen, Extremwetterereignisse anpassen müssen und vorbereiten müssen. Dafür werben wir auch von Klug und Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und ist ein ganz klarer Impuls, der auch von der Bundesregierung in der deutschen Anpassungsstrategie definiert wurde. Wenn wir jetzt nochmal hier ist eine Darstellung, die ist auch von der Leopoldina nochmal schön dargestellt. Ich habe schon ein paar angesprochen, Hitzestress, Extremwetterereignisse, Luftqualität. Nur kurz, in Deutschland sind die vorzeitigen Todesfälle durch Luftschadstoffe ermittelt aus Satellitenaufnahmen verbunden mit Gesundheitsdaten der Bevölkerung ungefähr 74.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr. Eine aktuelle Veröffentlichung der Mainzer Universität in Zusammenarbeit mit Londoner Wissenschaftlern und im Zusammenhang mit Feinstaubbelastung und Ozon und ein durchschnittlicher Lebenszeitverlust von 2,9 Jahren. Krankheitsausbreitung und Ökologie. Ich habe gesagt, das findet auch in Deutschland schon statt. Hier im Oberbergischen Kreis hat ein Kollege von mir, der Mücken bestimmen kann, die erste Tigermücke in seinem Garten gefunden und bestätigt. Lassen durchs Helmholtz-Institut, wir haben es ans Gesundheitsamt gemeldet, eine japanische Tigermücke. Also die Erregerträger sind auf dem Vormarsch. Ja, ich komme jetzt zum letzten Teil. Gesundheitliche Co-Benefits. Weil die Frage ist ja natürlich auch, was müssen wir machen? Wir diskutieren auf der staatlichen Ebene Klimaschutz, Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, notwendiger Umbau im Gebäudebestand, weil das ein großer Faktor in Energieversorgung ist. Aber interessant ist ja auch die Frage, ob unsere Lebensweise, inwieweit der das Klima bedingt und ob wir durch eine Lebensstiländerung, welche Effekte auftreten können, auch für die eigene Gesundheit. Und da sind enorme Effekte. Ich werde das jetzt mal kurz darstellen noch. Sie sehen hier aus dem Bericht nochmal von dem Weltklimarat, haben die genannt die Co-Benefits-Kategorie links, also Luftverschmutzung, aktive Fortbewegung, pflanzenbasierte Ernährung. Und auf der rechts sehen Sie auch die aufgeführten Studien, die die Zusammenhänge belegen.
Und in der Fortschreibung, dieser Bericht ist ja von 2014, haben wir inzwischen ganz viele Studien, die eindeutig und noch konkreter und noch vielfältiger die Effekte bewirken. Also Münster ist eine fahrradfreundliche Stadt. Also man kann sagen, da so viele da fahren, da tun sie was und tut ihr was für die Gesundheit. Ich habe mit dem früheren Umweltbürgermeister von Kopenhagen, Morten Kabell, in Bottrop vor 2 Jahren einen Workshop mitgemacht. Und ich habe die Gesundheitsdaten aus Kopenhagen. Die Briten haben sehr viel gemacht, auch die Dänen und die Niederländer. Und der Zusammenhang zwischen aktiver Nahmobilität und Gesundheit ist so gewaltig, dass zum Beispiel in Niederlanden jedem Arbeitnehmer, der mit dem Rad zur Arbeit fährt, jetzt 19 Cent pro Kilometer gefahren werden. Da kann 1.000 Euro pro Jahr erradelt werden. Ich habe das für hier im Oberbergischen Kreis spaßeshalber vorgeschlagen, wir sollten holländische Provinz werden. Dann hätten wir in 4 Jahren Radwege und 20 Millionen Euro. Kämen an die 81.000 Berufspendler, die jeden Morgen in ihrem Pkw steigen, um Arbeitswege unter 12 Kilometer zurückzulegen. Also wir brauchen hier eine gesunde Radwegenetze. Wir könnten die kardiovaskuläre Mortalität um 24% senken, die Krebsinzidenz um 11%, die Demenzhäufigkeit um 30% und Diabetes auch. Also es ist eine gewaltige, wer Nahverkehrspolitik macht in der Kommune, macht Gesundheitspolitik. Das gleiche Luftreinhaltepolitik. Und die Städte, die das begriffen haben, also auch Millionenstädte wie weltweit, wie Paris, Stockholm, Kopenhagen, Mailand, Barcelona, die in einem Riesenbündnis der Millionenstädte weltweit zusammen kooperieren, die C40s, die auch eine Vereinbarung haben mit den Vereinten Nationen, legen jetzt Riesenprogramme auf für Nahmobilität. Das ist atemberaubend. Und sie wollen die Ernährung der Bevölkerung verändern. Und darauf werde ich jetzt noch eingehen. Wenn wir uns den ökologischen Fußabdruck, den durchschnittlichen in Deutschland angucken, liegen wir hoch, auch im europäischen Durchschnitt. 11,6 Tonnen pro Bundesbürgerin, im europäischen Durchschnitt 7,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Wir sehen China 7,2, Brasilien 2,3, Indien 1,6 und Äthiopien 0,1. Wenn wir uns einen Staat angucken wie Philippinen, die Philippinen liegen zum Beispiel bei 1 Tonne auch pro Kopf, sind aber extrem hart durch Stürme und Hurricanes betroffen. Das heißt, die baden wie auch andere Staaten im Pazifik, die es bald nicht mehr geben wird durch den Meeresspiegelanstieg und ihre Ökosystemveränderung, Lebensraum von in den kleinen Staaten von über 7 Millionen Menschen, wenn wir die Philippinen uns angucken, 110 Millionen Menschen, kriegen die Probleme, sind aber am wenigsten Verursacher für den Klimawandel. Wir sehen jetzt auch hier, die Anteile in dem ökologischen Fußabdruck sind. Da spielen nämlich dann Ernährung, Konsum und Mobilität eine große Rolle. Und deshalb wären das auch zentrale Angriffspunkte, wenn wir über eine aktive Klimaschutzpolitik auch auf kommunaler Ebene und auch im Konsumenten- und Verbraucherbewusstsein spreche. Und der ist ja ein O-Ton, das ist eines leitenden Mitarbeiters beim Umweltbundesamt, der nochmal das hier ganz klar betont. Wir tragen auch deshalb eine besondere Verantwortung in Deutschland, von diesem hohen CO2-Wert herunterzukommen. Denn aus Klimaschutzgründen müssen wir bis 2050 auf unter 1 Tonne Treibhausgas Mission pro Person und Jahr kommen, um die Paris-Ziele zu erreichen. Und der ökologische Fußabdruck im deutschen Gesundheitswesen sind pro Kopf, also Gesundheitsversorgung, das müsste jetzt alle Gesundheitspolitikerinnen interessieren, was also sind 0,7 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr für Gesundheitsversorgung. Ich habe mir mal habe ich hier mal diese Daten eines Minimalverbrauchers, eines Menschen reingegeben, der auf einem 28 Quadratmeter Apartment lebt, in einem Passivenergiehaus, nur Kleingeräte hat, kein PC, kein Laptop, keine Waschmaschine, kein Fernseher, Konsumausgaben maximal 150 Euro pro Monat. Beispiel Sozialhilfeempfänger, der kommt auf 2,99 Tonnen CO2-Äquivalent. Das andere sind Strukturmerkmale der Gesellschaft, in der er lebt. Ein Geschäftsmann, der in der Welt herumfliegt, hat einen Fußabdruck von 17,5 Tonnen. Also auch in unserer Gesellschaft können wir sagen, die 10%
die am meisten verdienen und am meisten reisen, verursachen 45% des Gesamten, das sind die großen Analysen auch im Emissions Gap Report der UN, aller Emissionen. Deshalb ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie die Belastungen verteilt werden. Und in der Diskussion ist ja auch Ottmar Edenhofer, der Ökonom, der auch das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung leitet, hat es ja erwähnt, dass wir brauchen eine CO2-Bepreisung mit einer sozialen Abfederung. Hat er sich ja dazu geäußert, jetzt auch noch mal im Interview, was ich gestern gelesen habe. Abschließend sieht man auch, man kann das alles berechnen. Also wir haben viele Wissenschaftler mit all den Daten. Wissen Sie mal hier, das ist eine ganz aktuelle Veröffentlichung. Die ist jetzt im Februar 2021 erfolgt in einer großen internationalen Studie. Man hat also, Sie sehen hier unten Deutschland. Sie sehen in den, das ist unser derzeitiger ökologischer Fußabdruck als Gesamtgesellschaft. Das sind etwas unter 800 Megatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Und Sie sehen, wie sich das verteilt hier oben auf die Farben. Sie sehen, der Power, also der Energiesektor ist groß. Dann das Wohnen, Residential, Commercial, Transport, Abfall eigentlich weniger in Deutschland, aber Industrie und die Landwirtschaft. Und jetzt haben die berechnet, die Autorin, mit umfangreichen Modell aufgrund von Szenarien, die haben die entwickelt. Wenn wir also so weitermachen, kommen wir in Deutschland, also mit den jetzigen Anstrebungen kommen wir in Deutschland auf etwas unter 400 Megatonnen CO2. Wir müssen aber ehrgeiziger werden. Und wenn man sich jetzt anguckt, diese Nachhaltigkeitspfade mit Halbierung von Lebensmittelabfall und Verschwendung sowie Ernährungsumstellung in Richtung einer fleischarmen Ernährung, die ist definiert als Flexitarian. Und das führen Städte wie Paris, Stockholm, Kopenhagen und London, Barcelona und Mailand in Zusammenarbeit mit der Gastronomie und allen Bildungseinrichtungen wollen seit 2019 diese Umstellung für die Ernährung von Bevölkerung von Millionenstädten auf den Weg bringen, weil sie nämlich berechnet haben, dass der ökologische Fußabdruck gewaltig dadurch ist. Und man hat dann noch ein Health-in-All-Policy-Szenario. Ich will das jetzt nicht weiter erleiten, aber das ist noch etwas stringenter. Hat man solche Effekte in Deutschland noch? Also Gesundheitspolitik hängt zusammen, auch mit welchen Szenarien man anstrebt, was man fördert. Das sind also diese Millionenstädte weltweit. Und wenn unsere derzeitige Landwirtschaftsministerin Klöckner bei der Vorstellung des Ernährungsreports in Deutschland sagt, ja, die Verbraucher entscheiden sich zum Glück für eine gesunde Ernährung, aber es gibt keine offiziellen Ernährungsempfehlungen in Deutschland, was uns unterscheidet zum Beispiel von der kanadischen Regierung, sieht man, dass da noch ein Handlungsbedarf ist. Die Sterblichkeit in Deutschland, das ist die letzte Folie, die ich jetzt hier zeigen werde, sehen wir, dass wir in Deutschland bei den verglichenen Ländern eine extrem hohe Sterblichkeit haben durch Bewegungsmangel und Ernährung. Und es könnten verhindert werden auf 100.000 Einwohner durch eine Ernährungsumstellung und Bewegung und anderen Sektoren von fast 230 Toten pro Jahr auf 100.000 Einwohnern. Und Deutschland ist das Land, was in diesem Vergleich der anderen Länder die größten Todesraten durch diese Lebensweise hat, gleichzeitig mit einer hohen Klimabelastung. Und es wird beziffert auf 155.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr aufgrund Ernährung und Bewegung. Ja, und damit möchte ich eigentlich meinen Impuls hier erstmal schließen. Bin gespannt auf die Diskussion. Ich wollte einfach, mein Bestreben war, dass Ihnen mal grundlegende Tatsachen und Zusammenhänge darzustellen im Bereich planetarer Gesundheit. Es gibt die internationale Planetary Health Alliance. Da gehören schon hunderte von Wissenschaftsinstitutionen dazu, Universitäten aus 67 Ländern. Wir sind auch von Klimawandel und Gesundheit e.V. arbeiten wir in der International Planetary Health Alliance zusammen. Die zentrale Aussage ist, gesunder Planet, gesunde Menschen. Also, dass wir im Grunde die Verantwortung haben, jetzt im Anthropozän für die Zukunft und die Stabilität der natürlichen Erdsysteme. Denn die Luft, die wir atmen, der Boden, der uns nährt und die Qualität des Wassers, was wir trinken, ist entscheidend
für die humane Nische. Das ist, das heißt, der Platz und die Plätze und die Lebensbedingungen der Menschheit auf dieser Erde hängen davon ab, wie wir mit diesen Lebensgrundlagen umgehen. Und es gibt inzwischen Lehrstühle für Planetary Health, auch in Deutschland, am PIC. Frau Professor Sabine Gabrisch ist auch jetzt im Wissenschaftlichen Beirat für globale Fragen der Bundesregierung. Also das Thema nimmt auch in Deutschland langsam Fahrt auf und ist aus meiner Sicht auch unbedingt mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, weil hier zentrale Lösungsansätze und auch Darstellungen der großen Zusammenhänge stattfinden und wissenschaftlich besetzt sind. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Ralf. Ich denke, das war ein sehr guter Rundumschlag und zeigt eigentlich sehr, sehr deutlich, wie stark die individuelle Gesundheit zusammenhängt mit einer globalen Gesundheit und gleichzeitig, wie stark das auch menschengemacht ist. Und wir in dem Sinne können wir auch optimistisch sein, weil wir alles das, was menschengemacht ist, können wir auch menschengemacht verändern. Das ist ja ein Ansatzpunkt, der durchaus auch optimistisch stimmen kann, trotz dieser herausfordernden globalen Daten, die wir derzeit haben. Und jetzt will ich gerne die Runde eröffnen für Fragen. Wie gesagt, jetzt erstmal bitte nur Fragen, Sachfragen, inhaltliche Fragen, Verständnisfragen, um dann nachher zur Diskussion zu kommen. Wer Fragen hat, möge sich melden, Hand heben entweder oder Wortmeldung im Chat. Bislang sehe ich noch keine. Dann scheint es erstmal Verständnisfragen nicht. Doch, Madeleine. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu einer Verständnisfrage zählt oder ob das schon zur Diskussion zählt, sonst kann ich das auch nachher noch stellen. Also mich treibt gerade auch das Thema, Herr Kulewski, rum. Sie hatten es vorhin angesprochen, dass sich die Krankenhäuser auch darauf einstellen müssen, dass eben beziehungsweise vorbereiten müssen auf weitere Hitzewellen. Und grundsätzlich ist ja eigentlich gerade die Tendenz bezüglich der Krankenhäuser, dass ja, Krankenhäuser immer mehr zentralisiert werden und beispielsweise auch die Privatisierung der Krankenhäuser ja immer mehr voranschreitet, was ja da noch schwieriger wird, zum Beispiel genau diese Pandemievorbereitungen, die ja nur für den Ernstfall und nicht so häufig hoffentlich vorkommen werden, aber dass also quasi dass hier gewisse Vorbereitungen nötig sind, die vielleicht nicht mit den Krankenhausreformen vereinbar sind, die aktuell in die Wege geleitet wurden. Ja, danke für die Frage. Jetzt soll ich antworten eben? Ich gucke mal eben gerade, jetzt sind aktuell nicht weitere Fragen, dann antworte gerne. Ja, danke für die Frage. Also es wird wahrscheinlich konflikthaft gehen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass auch Arbeitsschutzbestimmungen bestehen für die Krankenhäuser und Arbeitsplätze, die über 35 Grad haben, müssen geschlossen werden. Und ab 28 Grad müssen Arbeitgeber aktive Überwachung treffen. Es geht einmal um den Schutz der Patienten, es geht aber auch um den Schutz der Mitarbeiter. Wenn wir gucken, dass jemand auch jetzt in der Pandemie mit Schutzausrüstung arbeitet, wird ab 30 Grad die Leistungsfähigkeit um 40% abgenommen haben. Es müssen Pausen eingerichtet werden. Wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich eine schlechte Ausstattung, was Pflegekräfte betrifft. Die Zahlen der Europäischen Union sagen, dass eine Vollzeitpflegekraft in Deutschland 50% mehr Patienten versorgt als im europäischen Durchschnitt. Das ist die Registered for Nurse Studie. Ich bin selber im Aufsichtsrat hier eines kommunalen Klinikums. Wir haben 4 Klinikstandorte und wir nehmen inzwischen teil am Click Green Programm der Bundesregierung. Also werden Klimaschutzmanagerin ausgebildet. Da versprechen sich die Geschäftsführungen auch dann Einsparungen, also im Bereich Energie. Aber das Thema Hitze ist immer unterbewertet in Deutschland. Also wir haben eine viel zu geringe Risikowahrnehmung.
Wenn es aber darum geht, ein resilientes Gesundheitswesen zu, was ja auch in der Diskussion sein wird, resilientes Gesundheitswesen, das heißt, was gewappnet ist gegen externe Schocks. Und der Präsident des Umweltbundesamts, Herr Professor Dirk Messner, hat bei der Vorstellung der deutschen Anpassungsstrategie im November letzten Jahres gesagt, Deutschland ist in der Routine gut und im Umgang mit Krisen schlecht. Das ist ein wichtiger Satz, weil die Frage ist, sind wir global lernfähig und wie können wir in unseren Strukturen auf Krisen reagieren? Und auf Hitzewellen müssen wir reagieren, weil sonst eine nicht verantwortbare Übersterblichkeit und Belastung auch der Mitarbeiter stattfinden wird, auch übrigens im Rettungsdienst. Wir haben genug belastbare Zahlen in Deutschland und die einzige Frage ist jetzt, wie gestaltet man das aus? Die ersten Maßnahmen sind Risikowahrnehmung, Fortbildungen. Es gibt Risikosituationen erkennen, vulnerable Personen identifizieren und auch mit Basismaßnahmen schützen können. Der weitergehende Bereich ist im investiven Bereich dann Klimaanpassung der Gebäude. Das ist ein Bereich, der wird dann Geldmittel erfordern, aber das kann man natürlich umsetzen. Es ist eine politische Aufgabe, dann die Geldmittel dafür zu organisieren. Jedenfalls hier das Kreiskrankenhaus in Gummersbach hat eine dunkle Fassade, ist auf einer Anhöhe und hat eine volle Sonneneinfall. Und durch die dunklen Fassaden zum Beispiel ist die Wärmeaufnahme in dem Gebäudekörper 15% höher als in einem hellen Gebäude. Und die Gebäude erhitzen sich in der Hitzewelle. Und auch wenn die Hitzewelle vorbei ist, ist der Baukörper immer noch so erhitzt, dass er weiterhin nach innen über die Wände Wärme abstrahlt. Also eine Hitzewelle von einer Woche kann zu einer absolut kritischen Wärmebelastung, vorwiegend in den höher gelegenen Abteilungen. Da sind da manchmal Neugeborenenabteilungen, gerontopsychiatrische Abteilungen, da liegen frisch Operierte. Also dieses Risiko, dem müssen wir begegnen. Und ich kann hier nur ganz entschieden plädieren, dieses aufzugreifen. Und dann zu überlegen vor Ort, auch in den jeweiligen Trägern, was machen wir erstmal, Basismaßnahmen, Fortbildung. Es gibt von der Ludwig-Maximilians-Universität in München entsprechende Fortbildungsprogramme. Ich war selber daran beteiligt. Also wir können uns auf den Weg machen. Wir müssen nur das Risiko erstmal benennen und ansprechen. Dankeschön. Ich erlaube mir an dieser Stelle auch den Hinweis, dass wir Grünen im Bundestagsprogramm, aber auch in den dahinterliegenden Konzepten für die Krankenhausreform beispielsweise auch den ganzen Punkt Green Hospital mit drin haben, wo es gerade darum geht, die Anpassung an Hitze und andere Herausforderungen sowohl baulich sicherzustellen, aber auch manchmal sind es ja auch Prozesse, die verändert werden müssen und Ähnliches. Also es ist oft noch mehr als im nur rein baulich-technischen Sinne. Also müsste auch da noch ergänzt sein. Und wir wollen gerade auch im Bereich der alten Einrichtungen. Und da haben wir sehr oft noch sehr alte oder aber auch Gebäudebestände aus 60er, 70er Jahren mit einer ganz, ganz schlechten Wärmeisolierung, großen Fensterflächen, weil man damals gedacht hat, wir müssen hell bauen, damit Licht in die Räume kommt, die aber gerade unter Hitzevoraussetzungen dann zu echten Brutkästen werden und sowas. Also wir haben da richtig was zu tun und das muss ein Schwerpunkt auch der nächsten Jahre sein, um resilienter zu werden. Aber wie gesagt, das geht nicht nur um diese Teile, es geht auch um Ernährung und es geht auch um andere Gestaltung von Flächen beispielsweise, von Aufenthaltsflächen und so weiter, mehr Grün in die Quartiere, aber auch in alle öffentlichen Räume, wo wir Einrichtungen gestalten. Also da sind noch einige Dinge zu tun. Ich habe jetzt noch zwei weitere Meldungen. Wir sind noch im Fragebereich, sonst gehen wir vielleicht auch gleich einfach fließend über. Ich hätte Thomas Rupprecht und dann Flake Mini. Ja, zunächst nochmal, Herr Krolewski, herzlichen Dank für diesen wirklich beeindruckenden, auch, ich sag mal, ja, erschreckenden Vortrag, muss ich ja auch sagen. Also es lässt einen eigentlich erstmal wieder sprachlos zurück. Ich bin selber Arzt, ich arbeite für eine Krankenkasse, für die Techniker Krankenkasse und wir haben das Thema natürlich auch.
Und ich habe mich da auch selber mit befasst und ich wollte Sie fragen, wie schätzen Sie denn so im Gesundheitswesen in Deutschland die Bereitschaft ein, sich nicht nur mit dem Thema zu befassen, sondern dann wirklich auch zu substanziellen ins Tun zu kommen? Also ich kenne natürlich auch aufgrund meiner Laufbahn die Beteiligten, nicht? Also von der KBV angefangen über andere Kassen bis hin zu also sonstigen Institutionen im Gesundheitswesen. Sie sind ja sehr gut verdrahtet und auch sehr aktiv. Wie schätzen Sie da die Bereitschaft momentan ein, wirklich in Bewegung zu geraten? Ich habe da so ein bisschen Zweifel. Dankeschön. Ich nehme noch die nächste Frage mit dazu. Achso, ja. Nathalie Kammel, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin für Arbeitsmedizin. Ich hatte diese Veranstaltung, diesen Link auch an etwa 10 Personen aus dem Kollegium im Arbeits- und Gesundheitsschutz und im Bereich Sicherheitstechnik weitergeleitet. Habe ihr jetzt aber niemanden unter den Teilnehmern gefunden. Nur eine Kollegin wollte gerne dann die aufgenommene Veranstaltung übermittelt bekommen im Nachhinein von ihr. Ja, Sie sind ja vorhin auch auf die Arbeitnehmer eingegangen, Herr Dr. Krolewski. Leistungsabnahme um 40% bei Temperaturen über 30 Grad. Es ist im Moment, so sehe ich das auch, die Gesellschaft wenig darauf eingestellt, auch an den Arbeitsplätzen entsprechende Vorkehrungen zu schaffen. So wie Sie sagen, Krankenhausfassaden müssten dunkel, müssten hell gehalten sein. Auch in den ganzen Betrieben müssten natürlich entsprechende Klimatisierung und so weiter vorgenommen werden. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das ein wesentliches Thema einnimmt bisher in den Arbeitsschutzausschusssitzungen. Und ich erlebe auch ein mangelndes Interesse an dieser Thematik unter den Kollegen, die, seien es nun Allgemeinmediziner oder auch Arbeitsmediziner, ich kenne ja nun auch viele Kollegen, das Thema wird verdrängt und ich komme mit Werbung für solche Themen auch nicht gut an. Sind Sie zum Beispiel auch eingeladen zu Fortbildungsveranstaltungen von den Ärztekammern und dass einfach mal diese Thematik mehr auf den Tisch kommt, auf arbeitsmedizinischen Fortbildungsveranstaltungen. Ja. Dankeschön. Ralf, ich hätte auch von meiner Seite noch eine Frage. Und zwar, es war ja der Bereich psychische Erkrankungen in der Liste der Risiken sehr deutlich auch nochmal benannt. Du hattest nebenbei in einem Nebensatz gesagt, unter anderem wegen der Medikamentierung, aber insgesamt gibt es ja, denke ich, auch so etwas wie Wohlbefinden und in welcher Umgebung lebe ich eigentlich, wie viel Naturerleben habe ich oder andersrum, wenn ich unter Hitze leide, dass selbst wenn ich nicht krank bin, aber doch meine Stimmung einfach eine andere sein kann. Wir wissen ja auch alle im Sommer, dass die Anzahl der Aggressionen beispielsweise steigt bei unter Hitze und Ähnliches. Vielleicht, dass du dazu auch noch was sagst. Und ich sehe jetzt hier noch eine Frage von Frank Niggemeier. Die würde ich noch dazu nehmen. Dann machst du einmal so einen Strauß. Frank Niggemeier? Mal gucken, ich sehe, die Hand ist gehoben, aber ich sehe weder ein Zeichen fürs Mikro. Da weiß ich nicht. Dann nehmen wir den nachher dran. Da scheint irgendwas gerade nicht zu klappen. Dann an dich, Ralf. Ja, vielen Dank für die Fragen, die alle wichtig sind. Also wie kommen Ärzte ins Handeln? Also der Deutsche Ärztetag soll klar einen Impuls setzen. Das ist einmal Beschlussfassung in der Bundesärztekammer. Die Leitanträge sind eigentlich formuliert, sind aktualisiert und umfassen eigentlich den ganzen Bereich, den ich eben dargestellt habe. Auch im ärztlichen Sektor, was Fortbildung betrifft, Handlungsbedarf und vor allen Dingen, wofür wir uns auch bei den internen Vorbereitungen eingesetzt haben, und zwar die Vertreter von Klimawandel und Gesundheit. Wir waren so ein 8er Gremium und wir haben durchgesetzt, dass ein Klima
dass definiert wird, dass das 1,5-Grad-Ziel aus gesundheitlicher Sicht existenziell ist und dass deshalb Deutschland eigentlich 2035 schon eine Klimaneutralität erreichen muss, aus gesundheitlicher Sicht. Wenn diese Position der deutschen Ärzteschaft formuliert ist mit allen Konsequenzen in den Landesärztekammern, Fortbildung im großen Stil, wird eigentlich jeder nur sagen können, da mache ich jetzt nicht mit, aber es wird die zentrale Linie werden in der deutschen Ärzteschaft, in der verfassten deutschen Ärzteschaft. Wir haben in einzelnen Berufsverbänden haben wir entsprechende Resolutionen, auch der Hausärztverband, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin hat 5 Handlungsfelder adressiert. Wir sind die wissenschaftliche Fachgesellschaft der Allgemeinmedizinerinnen in Deutschland. Also von daher, es gibt auch keine Leitlinie, keine S3-Leitlinie, das sage ich mal für die medizinischen Kollegen in Deutschland geben, ohne Mitarbeit der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Und ich selber habe Begriffe geprägt, die auch Interesse finden, zum Beispiel Einsatz als Klimadoc oder Klimasprechstunde, ein patientenorientiertes Konzept als präventives Konzept, wo ich inzwischen in den letzten 2 Jahren hier in meiner Praxis mit Kurzinterventionen im Rahmen der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung schon über 1000 Interventionen gemacht habe, die auch in den Falldarstellungen einmünden. Ich habe gerade eine Formulantin der Aachener Uni hier, die quasi dieses Arbeiten mit dem Patienten, wo immer die persönliche Gesundheitssituation der Ausgangspunkt ist. Da gibt es also wirklich ganz tolle, also ich bin selber immer mehr begeistert von dem Projekt. Ich war am Anfang gesagt, ich probiere das aus. Die Bereitschaft ist, das Interesse an Ernährung ist enorm hoch. Natürlich die Bereitschaft, auf den PKW zu verzichten, hat einen etwas höheren Schwellenwert. Ich selber mache meine Hausbesuche alle mit dem Rad auf 100 Quadratkilometer. Seit Jahren. Also wir sind kommunalpolitisch aktiv, bin ich hier, Radwege zu entwickeln. Wir können die Gesundheitseffekte inzwischen genau beschreiben. Also die einzige Frage ist ja nur noch, warum tun wir es nicht? Und das ist auf der globalen Ebene definiert, wo Nick Watts, der Direktor der Lancet Countdown-Gruppe, das ist also eine Zusammenarbeit von 25 Wissenschaftszentren zum Themenbereich Klimawandel und Gesundheit mit quantitativer und qualitativer Darstellung in Madrid vorgetragen hat, ganz klar, es ist nicht mehr eine Frage der Ökonomie, des technischen Wissens oder des Wissens, nur noch eine Frage des politischen Willens. Ganz klare Ansage zum Zusammenhang Klimawandel und Gesundheit. Es gibt inzwischen auch in Deutschland Umfragen und international, wie schätzen Ärztinnen eigentlich den Handlungsbedarf ein? Und da sagen über 70%, also in der stillen Stube, ja, eigentlich müssten wir was tun. Eigentlich bin ich auch schon betroffen. Und dann war die große Frage, was hindert euch? Was sind die Barrieren? Weltweite Umfrage in mehreren Ländern. Und dann waren die Antworten, erstens habe ich keine Zeit für. Ich würde es ja gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Nun, ich arbeite hier auch mit einer enormen Zeitbelastung. Wir haben Hausärztemangel. Da sage ich, das kann man machen, wenn man es will. Der zweite Punkt, wenn ich mich dazu oute, wie gehen die Kollegen und die Patienten damit um? Sagen 14%. Ja, also mir hat es nicht geschadet. Die Patienten sind sehr interessiert. Übrigens, Rentner sind häufig interessiert. Und die jüngeren Leute und die Sandwich-Generation, die also ihren Lebensstil meint, verteidigen zu müssen, sind schwieriger. Das sind die auch, also ganz interessante Erfahrungen auch. Und über 43% der Bevölkerung in Deutschland haben übrigens überhaupt keinen Führerschein. Also wenn wir die Lebensbedingungen sozial gerecht machen, auch was Ernährung und Mobilität betrifft, dann ist eigentlich für alle was drin. Also das sind so spannende Diskussionen. Denn ein anderer Hinderungsgrund wäre, uns fehlen Informationen. Also wir brauchen auch Unterstützung von den Ärztekammern, von unseren Körperschaften, von den Berufsverbänden. Gut, da starten wir jetzt durch in Deutschland. Und damit können wir jetzt auf diesen Ebenen können wir was befördern. Also es wird so, und dann wird es auch ganz wichtig sein mit konkreten Vorschlägen. Hitzewelle war ja eben der Anschlag. Ich habe also bei der Hitzewelle im letzten Jahr, das war im August, dann ein Team von Hausärztinnen, die hatten einen einstündigen Input und die haben wir über eine interaktive Google-Gruppe durch die Hitzewelle geführt mit 12 inhaltlichen Inputs, was jetzt zu tun ist,
Raumtemperaturüberwachung zum Beispiel, kritische Situationen, die Medikamente, die in der Notfallbehandlung, Temperaturüberwachungen und so weiter. Also Input gemacht. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Instrument, wie man Gruppen erstmal vorbereiten kann über einen inhaltlichen Input und dann durch eine Hitzewelle führen kann. Das Thema Seniorenheime wurde ja angesprochen, ganz klar, die müssen sich auf den Weg machen, weil eine Hitzewelle, die ungeschützt pflegebedürftige Senioren in einem Altenheim, in einer Pflegeeinrichtung trifft, hat eine höhere Sterblichkeit als eine Covid-Infektion. Dann war ja die Frage auch zum Arbeitsschutz. Ich denke mir, die Impulse werden auf den öffentlichen Gesundheitsdienst auch gehen und die Fragen also jetzt von dem Deutschen Ärztetag. Aber zum öffentlichen Gesundheitsdienst nochmal, wenn wir den Health in All Policies Ansatz in Deutschland wählen sollten, dann werden die Gesundheitsämter stärker gemacht werden müssen und sie müssen auch initiativ werden können müssen und sie müssen an den kommunalen Leitplanungen beteiligt werden. Und da sind wir im Augenblick, bislang konzentriert sich das Ganze auf Infektionsschutz, Veterinärwesen und sonst nur im Auftrag tätig werden. Im Land Nordrhein-Westfalen ist ein Papier für gesunde Städte entwickelt worden. Es hat man aus dem Australischen übertragen. Ich habe mit den Autoren im Landeszentrum für Gesundheit gesprochen. Und dann, also Health in All Policies auf kommunaler Ebene. Das alles das beinhaltet, was ich eben angesprochen war, dann hat man mit den kommunalen Gesundheitskonferenzen, mit den Koordinatoren sich ausgetauscht und hat dann festgestellt, wir haben die Leute vor Ort nicht. Das heißt, wir können dieses Papier, das hat 110 Seiten, überhaupt nicht umsetzen, weil uns die personellen und die qualitativen Kapazitäten fehlen. Und da muss man darüber weiter nachdenken. Also wenn wir da wirklich was machen wollen, dann müssen wir uns auch im Bereich öffentlichen Gesundheitsdienst auf den Weg machen. Das ist meine Meinung. Ich gehe jetzt auf psychische Erkrankungen ein. Das war ja noch die wichtige Frage. Es gibt einmal psychische Reaktionen auf den Klimawandel, auf die erlebten Veränderungen der gewohnten Umwelt. Das sehen wir hier ganz deutlich bei Landwirten und bei Waldbauern. Die haben Stresserscheinungen. Das wird international, wo es in anderen Regionen schon sehr weiter ausgeprägt ist, als ökologische Trauer bezeichnet. Das ist also eine psychische Reaktion auf den erlebten Verlust oder den befürchteten Verlust der Umwelt durch die dramatischen Veränderungen, die schon erlebt werden. Das ist also ein Verlust. Auf der anderen Seite haben wir viele Menschen, die immer mehr in Städten leben, die haben diese Naturverbundenheit verloren. Denen ist auch teilweise dann sind diese Verluste gleichgültig. Ja, die sind also völlig anders ausgerichtet. Aber wir sehen psychische Reaktionen auf den Klimawandel auch in Deutschland. Das andere ist, wie entstehen psychische Erkrankungen durch die Klimawandelfolgen? Also zum Beispiel, je wärmer das wird, desto aggressiver werden auch Leute. Die Suizidrate steigt. Und bei Menschen schon mit bestehender psychiatrischer Erkrankung, da sind die großen Gruppen, ist die der depressiven Erkrankungen. Und dann sind es auch die organischen und nicht organischen Psychosen, die verschlechtern sich dramatisch. Und jetzt kommen noch die bestehende Medikation dazu. Erstens, Menschen mit psychischer Erkrankung haben oft eine Begleiterkrankung, also Bluthochdruck, Diabetes. Und die Medikamente, also sowohl die Psychopharmaka, die da zum Einsatz kommen, verhindern oder senken die Fähigkeit des Organismus, des menschlichen Organismus, auf die Hitzeadaptation. Was wir alle wissen ist, wenn es warm wird, dann schwitzen wir vermehrt. Also dieses System der Körperkühlung wird aktiviert über Schwitzen. Deshalb kann man auch über eine Hautbefeuchtung den Körper runterkühlen. Aber dieses System erfordert eine Aktivierung des Kreislaufsystems bis zu einer Verdreifachung des zirkulierenden Herzzeitvolumens. Wenn also Medikamente genommen werden, die diese Anpassung des Organismus an die Wärmebelastung unterdrücken, dann kommt es sehr viel eher zum Kollaps und zu einer kritischen und lebensbedrohlichen thermischen Belastung. Das heißt, hier spielen Erkrankungen eine Rolle plus Medikation, verstärkt noch durch Alter. Und dazu muss man auch sagen, wenn dann die Nierenfunktion noch eingeschränkt ist, dann vervielfältigen sich die Risiken nochmal. Also die psychische Erkrankungen treten vermehrt auf
und können eine Reaktion sein auf den erlebten Klimawandel. Und psychisch kranke Menschen, die in Behandlung sind und insbesondere auch unter einer medikamentösen Behandlung, können sich dramatisch verschlechtern und in einer Hitzewelle lebensgefährdet sein. Dankeschön nochmal. Christoph Ruprecht hatte sich noch gemeldet. Ja, vielen Dank nochmal für den sehr erhellenden Vortrag, Herr Kolewski. Mein Name ist Christoph Ruprecht. Ich bin beim Katalyse-Institut in Köln für angewandte Umwelt- und Gesundheitsforschung, aber auch bei einer Krankenkasse. Und was wir sehen, ist ja tatsächlich dieses Umsetzungsproblem, was Sie sehr schön beschrieben haben. Und das ist ja eine Frage, schaffen wir die Aufbruchsstimmung zwischen Umwelt und Gesundheit zu internalisieren? Das finde ich spannend, also gerade beim ÖGD als Querschnittspolitik oder zum Beispiel Green Hospitals, da gibt es einige, wenige, aber es ist nicht der gesellschaftliche Trend. An sich ist jetzt ein guter Zeitpunkt tatsächlich für eine Art Kampagnenpolitik in dieser Richtung. Und ein Punkt möchte ich noch erwähnen, das Thema Klima ist natürlich ein zu Recht zugespitztes Thema. Der Begriff Umwelt umfasst natürlich noch etwas anderes wie Natur, Pestizide und so weiter, Artensterben etc. Auch das hat einen sehr engen Bezug zur Gesundheit. Also Umwelt und Gesundheit ist in einem sehr eng miteinander verwobenen Verhältnis. Und das macht die Sache so spannend. Also man kann sagen, ohne Umwelt geht es nicht, Gesundheit, vice versa. Ja, soll ich direkt antworten? Ich nehme noch eben Frank Niggemeier dazu. Und dann kommen wir ab. Hallo? Ja, danke. Jetzt klappt es, ne? Jetzt klappt es gerade, sorry, war eine technische Schwierigkeit. Vielen Dank auch an Herrn Kolewski von mir. Das war wirklich ein sehr umfassender Vortrag. Meine erste Frage geht aber eher in Richtung Politik, also an dich, Maria. Aber sie hat was Gemeinsames mit meiner zweiten Frage. Beide Fragen betreffen das Thema Kommunikation. Und ich habe mich bei dem Vortrag gefragt, auf politischer Ebene, wird das nicht eine Schwierigkeit für uns in der politischen Kommunikation? Wir wollen natürlich umwelt-, klimapolitisch das alles Mögliche tun, um den Klimawandel aufzuhalten, die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten und dann auch die Health Benefits davon einzustreichen. Das fand ich alles sehr plausibel. Es geht mir auch gar nicht um einen Widerspruch. Ich dachte nur, wir werden sehr darauf achten müssen, in den nächsten Jahren dieses zu betreiben und voranzutreiben und gleichzeitig gesundheitspolitisch zu sagen, wir müssen uns natürlich auf das, was unvermeidbar sein wird in den nächsten Jahrzehnten an Klimawandel einstellen. Und das darf natürlich nicht als Defätismus rüberkommen, so, ach guck, selbst die Grünen haben es schon aufgegeben, jetzt fangen die auch schon an, die Krankenhäuser Hitze resilienter zu machen. Also das, vielleicht kann man sagen, naja, das eine wird dann mehr vom Umweltministerium, das andere mehr vom Gesundheitsministerium betrieben, aber das ist ja nur in Anführungszeichen die Regierungsseite. Also politisch, weiß ich nicht, wie du das siehst, Maria, müssen wir da, glaube ich, wirklich sehr darauf achten, dass beides gut rüberkommt. Dass wir sagen, natürlich sind wir ehrgeizig in unserer Klimapolitik, aber trotzdem müssen wir auch realistischerweise die Gesundheitspolitik an diese neuen Herausforderungen anpassen. Das ist der Frageteil zur politischen Kommunikation und zur Kommunikation im Hinblick auf den Klimawandel. Da muss ich sagen, es klang jetzt gerade an Kampagnenpolitik. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen allgemeiner Aufklärung und zielgruppenspezifischer. Und die allgemeine muss natürlich allgemein sensibilisieren für gesundheitliche Herausforderungen durch den Klimawandel. Und die zielgruppenspezifische, da kann ich noch eben ein Beispiel geben. Ich habe irgendwo eine Studie gesehen, dass bei den letzten Hitzewellen gerade pflegende Angehörige überfordert waren. Also man kommt noch eher über solche Gruppen, wie gerade beschrieben wurden, an Ärzte, zumindest eine Reihe von Ärzten, und kann dort Wissen disseminieren, worauf man jetzt in der Hitzewelle zu achten hat. Aber es waren wohl eine Reihe von
Angehörigen einfach nicht gut informiert. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren in den Blick nehmen müssen, so wie man es jetzt auch in der Pandemie viel zu spät gesehen hat. Ich muss gezielt die arabischen und die türkischen Gemeinden, zum Beispiel bei hier, ich wohne in Berlin, in Neukölln, ansprechen. Und genauso müssen wir, glaube ich, relativ schnell oder klarer kriegen, welche zielgruppenspezifische Kommunikation ist wichtig, um auf die realen Herausforderungen gesundheitlichen durch den Klimawandel einzugehen. Danke. Dankeschön. An dich erstmal, Ralf. Ja, vielen Dank. Das sind jetzt ganz wichtige Gesichtspunkte und die Klimakommunikation, die politische Kommunikation dazu wird ein existenzieller Bestandteil sein, genauso wie man auch eine Pandemie nicht bekämpfen kann ohne gute Kommunikation. Die Frage ist jetzt, also für mich war das eine ganz pragmatische Frage. Ich will es mal vielleicht über dieses Bild beantworten. Wenn man jetzt einmal auf der einen Seite die Wissensebene hat zu planetarer Gesundheit, die großen UN-Synthesereports, ja, ich habe ja eben den IPCC-Bericht, gibt noch andere, das Paris-Abkommen, UN, wunderbare Themen mit wunderbaren Wissenschaftlern. Und dann steckt man so in seinem Alltag vor Ort. Und für mich war die Frage 2019, was mache ich konkret in meiner Praxis mit meinen Patienten? Sonst habe ich ein Wissen und was mache ich damit? Also meine persönliche Bezug dazu. Also nicht als Anspruch an Politik, jetzt muss die Politik was tun oder nicht tun, sondern was mache ich und wie spreche ich mit anderen Menschen darüber? So, und ich habe das genannt, das ist auch, habe ich auch jetzt in einem Konzeptentwicklung, das wir jetzt auch veröffentlichen werden, auch der Zeitschrift im Gesundheitswesen, Dr. Mabuse, wird jetzt im Juli auch ein Schwerpunktthema sein, ist ein mehrseitiger Bericht von mir da drin, zur Klimasprechstunde im grundlegenden Konzept. Das heißt, Integration der Planetary Health Values, also der Werte, die unsere Weltgrundlagen haben, in die tägliche Arbeit und Entscheidungsfindung. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, zählt. Und wenn wir jetzt, es geht darum, welche Zukunft wir wollen. The future we want, die Zukunft, die wir haben wollen, ist ein Schlagwort auf der internationalen Ebene gewesen. Die Millionenstädte, die ich zitiert habe in dem Bündnis weltweit, sagen, wir bauen in unserer Stadt die Zukunft, die wir wollen. Die ist klimaneutral, die ist klimaresilient, die hat eine große soziale Wirkung, die nimmt alle mit. Und die Vorbereitung meiner Praxis auf Hitzewellen war auch patientenbezogen so, dass in der Vorbereitungsphase ich alle identifizierten Patienten mit Risikofaktoren mit Informationsmaterialien des Deutschen Wetterdienstes, gibt es eine wunderbare Broschüre, worauf man achten muss, und mitgegeben. Und die waren einmal nicht nur erstaunt, sondern die waren richtig dankbar. Und dann gab es Gespräche. Und da drin steht auch, dass man sich um die Nachbarn kümmern soll, also die Alleinstehenden. Das hat eine soziale Dimension. Und in Frankreich sind alle Hitzeschutzpläne in einem Ministerium für Gesundheit und soziale solidarische Verantwortung und Solidarität. So heißt das Ministerium genannt worden. Genau, das ist eine solidarische Dimension hat, den Gefahren des Klimawandels entgegenzutreten. Zweite Bemerkung, wenn wir uns die Effekte einer Lebensstiländerung angucken, die ich ja, woran ich arbeite mit Patienten, die kriegen auch individualisierte Empfehlungen mit aus der Sprechstunde. Wenn wir uns die Effekte angucken, dann müssen wir uns im Gesundheitswesen fragen, warum wir nicht die Präventionspolitik so weit verstärken, dass wir bis zu 30% von großen Krankheitsbildern sogar verhindern können, statt in einem Gesundheitswesen, was eher den Charakter eines Reparaturbetriebes hat, mit finanziellen Aufwendungen von über 1 Milliarde Euro pro Tag in Deutschland, in der Gesundheitswirtschaft, die hier gut aufgestellt ist. Wenn wir präventiv denken, könnten wir innerhalb von 10 bis 15 Jahren erhebliche Finanzmittel gewinnen und umschichten. Und wenn man sich vorstellt, welchen Finanzbedarf haben wir für die Transformationspolitik zur Klimaneutralität in Deutschland, dann könnten wir mit 15% der Ausgaben im Gesundheitswesen, ich berufe mich auf die Studie vom Wuppertal-Institut,
könnten wir die gesamte Transformation in Deutschland finanzieren. Also ist es atemberaubend, wie viel Geld wir ausgeben an den Folgezuständen für Erkrankungen, die wir auf einer anderen Ebene angehen könnten. Und wenn diese Diskussion bei den Krankenkassen und den Sozialversicherungen mal auftaucht und man sagt, okay, wir machen da jetzt mal eine Kampagne dazu, wir bemühen uns genauso ernsthaft wie das Bündnis der Millionenstädte weltweit und wir wollen in einer Zukunft, die wir uns wünschen, wollen wir gesunde Menschen haben, wo wir nicht nur in den Folgezuständen chronische Erkrankungen, die wir verhindern können, und dann brauchen wir aber eine andere Gesundheitspolitik, von Kindheit an übrigens, wenn wir feststellen, dass in Deutschland, das sind WHO-Zahlen von 2018, 83% der Jugendlichen Bewegungsmangel haben. Wenn 53% der Erwachsenen kritischen Bewegungsmangel haben in Deutschland, dann müssen wir feststellen und eine, im internationalen Vergleich eine hohe Sterblichkeit, dann geht es nicht darum, dass wir optimale Hüften operieren und eine Vielzahl an Herzkatheterplätzen haben und dass Deutschland Weltmeister bei MRT-Diagnostik ist, nämlich 50% mehr als im OECD-Durchschnitt. Und ich habe es ausgerechnet, die ökologische Fußabdruck eines MRTs in Deutschland entspricht 160 gefahrenen Pkw-Kilometern. Und die gesamten MRT-Leistungen in Deutschland mit 143 MRTs pro Jahr pro 1000 Einwohnern hat einen ökologischen Fußabdruck von 22,5 Milliarden Pkw-Kilometern. Also wo setzen wir an und wo gehen wir rein, um eine bessere Gesundheit zu erreichen, bei einer hohen Lebensqualität und mit einer hohen solidarischen Verantwortung. Das ist jetzt aufgrund meiner Erkenntnis und meinen Beschäftigungen ganz entschiedenes Plädoyer für eine andere Ausrichtung der Gesundheitspolitik in Deutschland und zwar nicht nur immer an den Vorgaben des SGB-5, sondern unter Einbezug der öffentlichen Gesundheit transformative Gesundheitspolitik als Querschnittsaufgabe mit anderen Ministerien. Und die spannende Frage wird sein, ob bei der jetzigen Bundestagswahl dieses Thema kommuniziert werden kann und dass es mit positiven Zielsetzungen verbunden wird und nicht Klimaschutzpolitik als Verbotspolitik dann im öffentlichen Diskurs gebrandmarkt wird, sondern als ein großes soziales, präventives und gesundheitliches Zukunftsprojekt, was auch finanzierbar ist. Das ist jetzt ein ganz entschiedenes Plädoyer und vielen Dank für Ihre Geduld. Dankeschön, Ralf. Und ich knüpfe da auch gerne an. Ich bin ja nun Münsteranerin. Und im Grunde wird man hier ja mit einem Fahrrad unter dem Hintern geboren. Ich bin im westlichen Münsterland aufgewachsen. Auch da ist das so, ganz nah an der holländischen Grenze. Das ist gar nicht denkbar, nicht mobil zu sein mit dem Fahrrad. Und wenn man sich anguckt, und das musste ich von niederländischen Wissenschaftlerinnen lernen, wie groß der Gesundheitsbeitrag wiederum einer radgestützten Mobilität oder fußgängergestützten Mobilität ist, dann sieht man ganz deutlich, wie stark das einfach damit zu tun hat, wie wir leben, also und welchen Lebensstil die Gesellschaft fördert und welche sie nicht fördert. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung. Und ich glaube, dass wenn das positiv besetzt ist, und ich kann schon sagen, glaube ich, für Münster, Radfahren ist ausgesprochen positiv besetzt. Da wird auch keiner darauf kommen, dass das irgendwas Nachrangiges wäre oder ein Eingriff in meine persönliche Freiheit, wenn ich jetzt nicht Auto fahren darf. Sondern im Gegenteil, eigentlich wird gesagt, es ist ein Punkt von Lebensqualität, wenn ich zum Beispiel zu meinem Arbeitsplatz mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist ein echter Wert an und für sich. Und ich glaube, diese Art von kommunikativer, politischer Leistung, die müssen wir hinkriegen und wir müssen uns dem verwahren, dass ständig von Verbotspolitik und Umerziehungspolitik und so weiter gesprochen wird von den Medien, statt andersrum zu sehen, dass es eigentlich um Lebensqualität geht, worüber wir die ganze Zeit reden. Und über die Frage, wie leben wir gemeinsam zusammen? Das sind eigentlich die beiden großen, großen Punkte, die ja ganz eng miteinander zusammenhängen, weil überall da, wo ich Zusammenhalt erlebe, werden die Menschen im Gegenzug auch sagen, da gibt es Lebensqualität. Das ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und es geht nicht nur darum, ob es überall schön aussieht, eine herrschaftliche
Architektur ist oder sowas, sondern da entscheidet viel eher, habe ich schnellen Zugang zur Natur beispielsweise. Und muss nicht, wie ich das in Berlin kenne, fast Schlange stehen, dass ich in den Park gehen kann, und um irgendwo Grün überhaupt zu erleben. Und das sind schon Unterschiede, und ich glaube, diese Art von Umgestaltung von Gesellschaft als Positivbeitrag zu, wie will ich eigentlich positiv, qualitativ leben, das ist das, wo wir dran andocken sollten. Und dann hat auch dieses Gesundheitsziel, ich meine, fast jeder Mensch will erstmal gut leben, lange leben und gesund leben. Also so lange wie irgend möglich auch gesund leben, natürlich. Und es ist eine Frage der Ansprache, ob es gelingt, diese Zusammenhänge auch so deutlich zu machen, dass Menschen von sich aus Gewohnheiten hinterfragen und so weiter. Ich erlebe das gerade bei älteren Leuten durchaus oft, weil sie einen schicksalhaften Schlag in der Familie hatten oder so, wo sie auf einmal anfangen, Dinge, die sie 50 Jahre getan haben, zu verändern und sie nochmal in Frage zu stellen und so weiter. Also ich glaube, man kann schon durch gute Kommunikation auch immer wieder neu ranführen, viele, viele Dinge wirklich befördern. Und man muss natürlich auch gleichzeitig sich angucken, wie kann ich Menschen, die in besonderen sozialen Lagen sind, nochmal gesondert ansprechen in dem, was ihre Möglichkeiten sind, wo sie Einfluss haben und ihnen auch ein Stückchen Einfluss gewähren. Auch das ist ja was, was zum Beispiel in einer städtebaulichen Entwicklung ganz, ganz wichtig ist, dass ich Einfluss auf mein Stadtquartier habe. Ganz egal, ob es ein großes Hochhaus ist oder eben in einer Siedlung mit eher Einfamilienhäusern, sondern dass man tatsächlich Einfluss nehmen kann auch auf seine Umwelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der damit zusammengehört. Und dann sind wir ganz schnell beim Health in All Policies Ansatz. Wir haben den jetzt sowohl im Grundsatzprogramm als auch im Bundestagswahlprogramm als auch im Landtags, in den Landtagsprojekten wird das ja auch vorkommen, also dass wir da insgesamt einfach einen dicken Punkt setzen müssen. Die Pandemie hat uns ja gelehrt, wie wichtig das ist, dass wir genau das ernst nehmen und nicht nur isoliert betrachten. Immer nur Reparatur wird es nicht bringen, sondern wir werden tatsächlich auch viel mehr vorsorgend politisch agieren müssen und unseren Lebensstil entsprechend auch verändern, damit Lebensqualität überhaupt Fuß fassen kann. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen. Frauen würde ich vorziehen. Ich sehe Madeleine. Und dann Volker Dodilet und Thomas Rupprecht danach. Ja? Also von mir aus kann auch gerne erst, ich glaube, der Herr Rupprecht hat sich zuerst gemeldet. Wir machen das ja einfach, wenn es möglich ist, versuche ich da drauf. Okay, ja, ich wollte noch mal kurz auf das Plädoyer von Herrn Dr. Krolewski eingehen, und zwar bezüglich dem, dass eigentlich das Gesundheits-, also das Finanzierungssystem vor allem der Leistungserbringer ja komplett umgekrempelt werden müsste, dafür, dass wir tatsächlich nicht nur Symptome beziehungsweise eben Krankenversorgung durch Leistungserbringer finanzieren, sondern vor allem eben auch Prävention, und dass die Ärzte und auch Krankenhäuser heutzutage ja gar nicht überleben können ohne kranke Patienten. Und ich wollte Sie fragen, Frau Kleinschmeink, ob Sie da konkrete Ansätze haben, wie man ein Gesundheitssystem auf, das ist ja, es wäre eine Riesenbaustelle, aber es wäre sehr förderlich, wie man das gestalten könnte. Also das wäre natürlich nochmal einen ganzen Abend wert zu bereden, wenn man wirklich grundsätzlich, wie wollen wir Gesundheitsversorgung verändern, bereden wollen. Und ich kann, wenn das Interesse da ist, mache ich das gerne, dass wir das auch nochmal als ein extra Abend machen. Mache ich gerne. Gerne. Grundsätzlich kann ich schon mal sagen, gerade in der Krankenhausfinanzierung wollen wir Dinge so verändern, dass ein Krankenhaus dafür, für die Funktion, für die es da sein muss, bezahlt wird und nicht nur nach der Anzahl der Fälle.
Das ist ja eine der großen Lehren, die man sowohl aus der Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte ziehen muss mit unserem Fallpauschalensystem, aber auch jetzt in der Pandemie, wo sich ja sehr deutlich gezeigt hat, es ist einfach wichtig, dass Strukturen handlungsfähig da sind, unabhängig davon, ob ich 10 Leute zu versorgen habe oder 100 Leute mit einer gleichen Erkrankung, sondern es muss einfach da ganz klar sein, dass es diese Art von Daseinsvorsorge gibt. Das Gleiche ist, der Faktor Zeit ist vorhin schon mal angesprochen worden. Das spielt ja sowohl in der stationären Versorgung, aber auch in der ambulanten Versorgung eine ganz große Rolle, ob in Pflege oder im hausärztlichen und sonstigen ärztlichen Bereich. Das ist einfach die Frage der Zeit. Wie viel Zeit kann ich mir nehmen, um tatsächlich den Patienten zu verstehen, zu sehen, was ist denn dann eigentlich wirklich die Ursache davon, dass er jetzt zu mir kommt und es nicht darum geht, ob ich jetzt ein Rezept ausgestellt habe oder nicht, sondern grundsätzlich die Zeit für eine ordentliche sowohl Anamnese habe, aber auch im Gespräch tatsächlich gucken kann, wie kann ich zum Beispiel eine Verhaltensänderung besprechen. Wenn ich die Zeit nicht habe, dann wird man nicht sehr viel erreichen können. Aber wenn ich die Zeit habe zu dem passenden Zeitpunkt, kann das von außerordentlich großer Wichtigkeit sein. Jeder Arzt kennt das, dass Menschen in einer besonderen gesundheitlichen Phase auch ansprechbar sind im Grunde. Aber wenn die Zeit für diese Ansprechbarkeit gerade nicht da ist, dann und stattdessen einfach eine Intervention kommt, weil man die schneller hintereinander haken kann, das darf genau so nicht sein, sondern da müssen wir einfach mehr Zeit für in dem Sinne auch Zuwendung als Teil der Behandlung auch möglich machen. Das sind erstmal so kurz gesagt Ansätze, die eine Rolle spielen sollen. Aber ich würde sagen, wenn es wirklich um den Umbau von vom Gesundheitswesen geht, dann müssen wir mal einen extra Abend zu machen. Das ist so umfassend, dass das jetzt auf die letzten Minuten nicht mehr gut zu machen ist. Vielen Dank. Jetzt nehme ich noch Thomas erstmal als Erstmeldung, Volker Dodilet und dann Thomas Ruprecht. Maria, hattest du mich jetzt aufgerufen oder den Volker? Eigentlich den Volker, ja. Weil das die Erstmeldung wäre. Thomas war vor. Aber ich kann ihn auch gar nicht verstehen. Dann nehmen wir dich erstmal, Thomas. Ja, ich wollte noch mal gerne auf dieses Thema Kommunikation zurückkommen, weil ich das auch so entscheidend finde. Zum einen auch noch an die Frage, auch an Herrn Kolewski vielleicht, der ja auch viel rumgekommen ist, wenn ich mir so schaue, was eben die zitierten Städte alles schaffen momentan, also in Spanien, Madrid, ne, selbst eine konservative Regierung da, Paris, eine Bürgermeisterin, die ankündigt, sie schafft 60.000 Parkplätze ab und wird nicht abgewählt, sondern genau deswegen gewählt. Da stellte man sich mal hier in Hamburg vor, also das hätte keine Chance momentan. Und. Haben die kommunikativ etwas anders und offensichtlich besser gemacht als wir? Und zu dem Thema ja auch nochmal, du hast ja auch schon gesagt, Maria, das klar, das ganze Framing, gerade in Deutschland, ne, Verzicht, Verbot, Umerziehung, also das sind ja alles so Frames, die da gesetzt werden, natürlich auch von interessierter Seite, das ist ja offensichtlich, aber ich glaube, das krankt auch schon im Anfang daran, dass wir, glaube ich, auch, also nicht nur die Grünen, sondern alle, die an dem Thema dran sind, sehr viel von Klimaschutz reden, vom Schutz des Planeten, vom Schutz X und Y, ne, die Arten und so weiter. Das klingt, also ich glaube, was Herr Kolewski auch sagte, die menschliche Nische auf unserem blauen Planeten, das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht um, natürlich geht es um Klimaschutz, um alle möglichen Dinge zu schützen, aber letztlich geht es ja um Menschenschutz. Wir tun das ja uns zuliebe, als Gattung sozusagen, ne? Und natürlich auch für alle anderen Mitlebewesen auf diesem Planeten, auf deren Grundlage, nämlich auf deren Schultern wir sozusagen stehen, ohne die wir gar nicht leben könnten. Und das fängt vom kleinsten Bakterium an und geht sonst wohin. Aber ich glaube, man muss vielleicht auch tatsächlich nochmal das Kommunikationsthema sich ganz gezielt vornehmen und ein anderes Narrativ in die Welt setzen, damit auch gar nicht schon das Missverständnis auftaucht. Ne? Ich muss irgendwas hergeben, damit ein anderes Tier zum Beispiel leben kann oder damit irgendjemand anders was davon hat. Nein, muss ich auch, aber ich habe ja selber was davon. Also dieser,
ich sag mal, ja, es ist ein bisschen so, ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber es ist ein bisschen so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das ist, es ist so, auf, es hat beide Seiten. Und ich glaube, dieser typisch Deutsche auch, ne, das hat sicher auch mit vielen Traditionen und der kulturellen Geschichte des Landes zu tun. Da kommt man dann in dieses, in diesen Verzichts- und Verbotsnarrativ. Und das ist absolut kontraproduktiv. Und da müssen wir uns, glaube ich, wirklich nochmal richtig gut was überlegen. Und noch als zweiten Aspekt dazu, ich erlebe es praktisch dauernd. Ich habe mich als Arzt ganz bewusst hier als zugewählter Bürger in den Regionalausschuss des Bezirks Nord in Hamburg wählen lassen, als stellvertretendes Mitglied. Da wird Verkehrspolitik gemacht. Also die kleinste verkehrspolitische Münze, die man sich vorstellen kann, wird da bewegt. Da geht es um Schilder und um kleine Straßenabschnitte hier und da. Also wirklich sehr kleine Dinge. Und auch da merkt man, wir kommen aus diesem Narrativ auch gegenüber den Gegnern unserer Verkehrspolitik, die natürlich darauf ausgerichtet ist, mehr Fahrradwege, mehr Fahrradstraßen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, die Autos raus aus der Stadt, weniger Autos, nicht? Also wir haben ja keinen Vorteil, wenn jetzt plötzlich alles Elektromobile sind und die ganze Blechlawine elektrisch fährt, haben wir nichts gewonnen, im Gegenteil. Also wir kämpfen um jeden Parkplatz, wir kämpfen um jede Geschwindigkeitszone 30. Es ist immer das Narrativ, es fühlen sich Leute, und die melden sich natürlich dann auch, ne, und sind dann auch sehr laut und sehr agil, es wird ihnen was weggenommen. Und es ist genau wie schon gesagt wurde, auch selbst in Hohe Luft Ost, das ist der Stadtteil in Hamburg, in einer Millionenstadt, die hat die höchste Dichte an Autobesitzenden. Die ist immerhin bei 56% besitzen dort ein Auto. Und es ist einer der dichtesten besiedelten Stadtteile überhaupt, die es in Deutschland gibt. Das muss man sich mal reintun. Und da sind aber auch 40% der Autobesitzenden nicht bereit, unter welchen Umständen auch immer, ihr Auto aufzugeben. Es gibt eine Studie, die gerade neulich im Regionalausschuss vorgestellt wurde, hier von der Uni Harburg, von Studierenden, die da ihre Masterarbeit geschrieben haben. Die haben da Umfragen gemacht. Andererseits ist es eben aber auch so, und das ist wieder so ein Stück weit, welchen Narrativ kriegen wir zustande und wen nehmen wir da mit und wen mobilisieren wir mit solchen Narrativen? Trotzdem hat die Hälfte der Bevölkerung, die dort lebt, kein Auto. Ne? Und die müssen sich praktisch diesen ganzen Wahnsinn nicht nur von ihren Steuern bezahlen, sondern eben auch noch die ganzen Folgen erleben und erleiden, die ja auch gerade alle nochmal sehr kompetent und umfassend dargestellt wurden. Also mein Plädoyer, und das natürlich jetzt auch in deine Richtung, Maria, also die Koalitionsverhandlungen, das wäre mein persönlicher ganz großer Wunsch, müssen auf jeden Fall darin enden, dass die Grünen, jetzt, ich sage mal, egal in welcher Konstellation, das Verkehrsministerium und das Landwirtschaftsministerium übernehmen müssen und am besten das Gesundheitsministerium noch gleich mit. Zumindest muss es jemand im Gesundheitsministerium sein, der das hier irgendwie zusammenbringt, weil Gesundheitspolitik in der klassischen Phase, und das ist ja auch hier gesagt worden, es ist Verkehrspolitik. Wir müssen Verkehrspolitik machen. Es ist genau wie du sagst, ich kann mit dem Rad zur Arbeit fahren. Ein Riesenvorteil. Ich fahre hier durch den Stadtpark zur TK, wunderbar. Ja, wer kann das in Hamburg? Viele können das eben nicht. Und wenn wir das nicht hinkriegen, da hat Herr Krolewski absolut recht, dann nehmen wir den Krankenhäusern und anderen einfach die Patienten weg. Die gibt es dann nicht mehr, weil die nämlich alle gesund sind oder gesünder als heute jedenfalls. Also, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen länger war, aber das muss jetzt mal raus. Danke für deinen Beitrag. Ich habe jetzt noch Volker Dodilitz. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, seit 40 Jahren bin ich praktisch in der Gesundheitspolitik auch unterwegs. Bin ja früher in Stuttgart viel gewesen. War bei dem Hype, als Renate Fischer Gesundheitsministerin geworden ist. Andrea Fischer Gesundheitsministerin geworden ist, und habe es natürlich genauso gesehen, wie es dann langsam wieder der Bach nachging, wie man so schön im Schwäbischen sagt. Und wir sind leider mit unserem Gesundheitsminister, Sozial- und Gesundheitsminister hier in Stuttgart, mit dem Manni Lucha leider auch nicht so ganz zufrieden. Aber gut, der kommt ja auch aus einer anderen Ecke. Also ich denke, Gesundheitspolitik ist natürlich, und so sehe ich das, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Da sprechen ja so viele Leute mit, die ganze Großgerätindustrie, die Pharmaindustrie. Man möchte bloß mal meinen, Positivliste ist auch abgewürgt worden. Also es ist ein so großes Querschnittsthema. Ich weiß nicht, ob wir uns das antun wollen, ob wir das wirklich schaffen. Aber was der Thomas ganz richtig gesagt hat, und das finde ich ganz wichtig, ist, dass man
bei der Verbotspolitik irgendwie aufhören muss. Und man muss irgendwie neue Ideen finden, um die Leute zu begeistern. Das heißt also, wir müssen irgendwie so ein positives Denken schaffen und keine Verbotsgeschichten. Das nur ganz kurz zum Schluss. Danke. Ja, ich nehme das mal als, Anregung mit. Ich glaube, wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass dieses, was ist Verbot, was ist das, was wir aber einfach aus Schutzgründen sicherstellen müssen, das wird immer ein Spannungsverhältnis sein. Und es wird immer auch Menschen geben, die das, was eigentlich notwendig wäre, eben zumindest kurzfristig nicht sehen. Und da werden wir uns gerade von der Kommunikation her viel mehr Mühe machen müssen, als das augenscheinlich ja auch im gesamten letzten Jahr der Fall gewesen ist. Weil sehr, sehr oft ist einfach viel zu schlecht erklärt worden, was eigentlich aus welchen Gründen passiert. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, was wir in der Kommunikation verändern müssen und was man auch als Ziel, also dass man die Zielsetzungen, die damit verbunden sind, mit Eingriffen oder aber mit irgendeiner Art von Regulierung, dass man die viel besser wirklich deutlich machen muss. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auch einfach anders formulieren muss, nämlich vom Menschen her formuliert, was das eigentlich bedeutet und nicht von einer Systemanforderung her beispielsweise. Und sofort dreht sich ja dann der Blickwinkel auch ein Stückchen um. Ich kenne das hier, deshalb nehme ich Münster mal gerne als Beispiel. Hier würden auch relativ viele Menschen erstmal auch nicht auf die Idee kommen, den ÖPNV zu nutzen, weil die sagen würden, ich bin doch mit dem Fahrrad viel, viel freier. Ich habe eine Regenhose, eine Regenjacke und dann bin ich frei, wann ich losgehe. Ich muss mich an nichts halten und so weiter. Das würden sehr, sehr viele Menschen ganz automatisch sagen. Es ist also genau andersrum formuliert. Und ich glaube, von dem her müssen wir mehr haben und müssen wir auch in der Gesundheitspolitik, gerade was die Prävention angeht, was tut einem gut, was tut dir gut, das sind Fragen, die müssen wir einfach viel mehr adressieren und denen auch Platz geben. Also da haben wir einiges zu tun. Und gleichzeitig glaube ich, Ralf, das ist auch nochmal deutlich geworden in deinem tollen Vortrag. Wir müssen ja auch hinkriegen, das Spannungsfeld zwischen dem, was droht uns, was uns auch als Vorstellung und als klare Ansage der Wissenschaft, was passiert, wenn wir nichts tun, wenn wir untätig sind. Und ich meine, das kann auch erschlagen. Das kann tatsächlich dazu führen, dass man den Kopf in den Sand steckt und von nichts was wissen will, weil man die Zukunft schon so belastet sieht. Und auch da werden wir uns ja was überlegen müssen. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass man auch den Glauben an dieses Ich kann was tun nicht verliert. Und ich fand so wichtig, die Fridays for Future zu erleben, die ja ganz, ganz bewusst auch um ihre Zukunft kämpfen und daraus was sehr Positives als Antrieb und als Vision für sich auch nehmen. Und auch daran müssen wir, glaube ich, anknüpfen und das immer wieder dem auch einen Platz geben. Und man sieht ja auch bei dir, Ralf, du hast ja schon gesagt, zu tun hast du eigentlich genug. Und trotzdem findest du die Zeit, genau die Energie dafür aufzubringen, diese eher planetare Sichtweise auch tatsächlich runterzubrechen in deinen Alltag. Und ich glaube, davon brauchen wir noch mehr und noch mehr Menschen, die das mittun und in ihre Bereiche mit reintragen, weil jeder hat irgendwo einen Anpack. Weil unser gesamter Lebensstil ist ja mitverantwortlich. Also hat auch jeder für sich an gewissen Stellen einfach einen Anpack. Und dafür Platz zu schaffen, gleichzeitig Motivation zu schaffen und Gelegenheiten mitzugestalten, beispielsweise beim Umbau einer Nachbarschaft, bei Gemeinschaftsgärten, die ein Gemeinschaftsnaturerlebnis möglich machen beispielsweise und gleichzeitig den Grüneffekt haben, der dann auch wieder gut fürs Binnenklima ist, als kleines Beispiel nur. Und davon kann es sehr, sehr vieles geben und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, der wir uns alle ein Stück stellen müssen. Und gleichzeitig müssen wir als Politik schaffen, dafür den Rahmen zu bieten und zwar so, dass der auch tatsächlich wirksam werden kann.
Ich finde deshalb auch immer sehr, sehr spannend, was gerade auf der kommunalen Ebene passiert, weil sehr, sehr vieles von dem, wo ich mitgestalten kann, ist tatsächlich kommunal und ist in meinem unmittelbaren Umfeld. Und ich glaube, das sollten wir uns alle mitnehmen, auch von dem heutigen Abend. Ich danke dir, Ralf, sehr. Ich fand, das war ausgesprochen informativ. Und es ist gleichzeitig auch ein Stückchen sowas wie ein Auftrag, an uns alle tätig zu werden. In dem Sinne danke ich für die rege Teilnahme. Wir hatten ja etliche Links eingestellt, wo noch weitere Infos zu finden sind. Und in dem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Ja, und Ralf, normalerweise kriegen immer Gäste auch ein Geschenk. Das müssen wir diesmal dann virtuell machen. Bei der nächsten Gelegenheit, wo wir uns dann mal praktisch sehen, gibt es dann einen Honig aus dem Hause Kleinschmeink-Bertling. Maria?